Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir sind hier heute in Holland und zwar genau bei Oosterrijk beim Gartencenter. Und das ist ja wirklich riesig. Hier habe ich vor ein paar Jahren schon mal einige Pflanzen mitgenommen, wie Wein, und hier gibt es auch Feigen, alles Mögliche. Und Zollstock habe ich mitgenommen. So viel wie ins Auto passt, wird heute gekauft. Wir wollen mal ein bisschen neue Sachen für den Garten holen. Ja, und was wir alles finden und wie wir das dann in den Garten einbringen, das erfahrt ihr alles heute in diesem Video. Also wir machen heute nicht nur eine kleine Tour hier durch Oosterrijk, sondern auch unser Erfolg, den werden wir dann im Garten direkt einpflanzen und uns den mal genauer anschauen. Also viel Spaß beim Video und los geht's. Also hier, da haben wir schon mal ein Gewächshaus für 400 Euro, 398 Euro. Hier gibt es auch so kleine Tomatenhäuser für 2 Tomaten für 17,95, aber da haben wir schon genug, das ist nichts für uns. Aber interessant. Tomatenspirale, also Tomatenspiralscheibe, gibt es hier für 1,30 Euro in der 2 Meter Ausführung. Und hier gibt es auch noch diese anderen Tomatenstangen, die man hier klippen kann. Und was die kosten, weiß ich gar nicht, steht gar nicht dran. Aber interessant, 1,30 Euro für die normalen Stangen hier. In Deutschland kostet die, glaube ich, mittlerweile 1,99 oder noch mehr, also auf jeden Fall schon mal günstiger. Und mal gucken, was wir heute finden. Fiskars Rasensprenger für fast 50 Euro. Ich glaube, der Gardena kostet schon 30 Euro, finde ich schon recht viel. Also das werden wir uns auf jeden Fall nicht holen. Aber hier, den haben wir, glaube ich, auch für 27 Euro bekommen. Und also auch von Gardena bei uns im Gartencenter in der Nähe. Und hier kostet es einfach 5 Euro mehr. Also das ist auf jeden Fall schon mal teurer. Ja, und für alle, die hier noch nie waren, zeige ich heute mal ein bisschen hier so ein paar besondere Ecken. Und hier seht ihr schon mal die ganzen Substrate und Erden. Auch für Hobbygärtner interessant, hier zum Beispiel so ein Stecklingssubstrat. Ich muss mal die Preise finden. Die haben das hier nicht so gut ausgeschildert. Doch, da oben. 6,25 kostet das hier. Dieser Sack ist recht günstig, aber ja, haben wir auch noch nicht getestet. Nehme ich mir vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr mal mit, aber wir sehen schon, das geht hier ganz weit. Es ist wirklich jede Menge an Substrate hier. Hier in Holland, da gibt es sehr viel Wolfgarten, sehr viel Rasenmäher und was gibt es hier? Streuwagen, Heckenschere, auch die Kleingeräte, die gibt es hier alle von Wolfgarten. Das scheint hier so der Marktführer zu sein, weil die ganzen Gartengeräte auch auf der anderen Seite, jede Schaufel, jede Heckenschere ist von Wolfgarten. Und das ist in Deutschland ja immer ein bisschen anders. Sogar die Handschuhe. Also das scheint hier auf jeden Fall ein Marktführer zu sein. Laub- und Rasensammler von Gardena. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Aber wirklich Gardena hier sehr wenig, sondern eher Wolfgarten. Ja, sogar die Schaufeln, alles eigentlich von Wolfgarten. Aber ich habe ein bisschen auf besondere Gartengeräte gehofft, die wir in Deutschland so nicht haben. Aber eigentlich fast alles gibt es in Deutschland auch, oder zumindest so ähnlich. Eine Sämaschine wäre nochmal ganz interessant, die würde ich mir mal mitnehmen. Aber die gibt es hier leider auch nicht. Ja, und ich fühle mich ja so ein bisschen wie auf einem Garten-YouTuber-Treffen, denn der Sascha von SelfBio, der ist auch heute hier. Arthur von Bodenständig ist auch da. Und hier, sogar der Rigotti ist da. Hier, ich wollte mir unbedingt noch Wein mitnehmen. Hier diese Sorte. Aber ich glaube, die lasse ich lieber hier, bevor die mir jetzt auch noch meinen Salat wegfrisst. Wir haben jetzt übrigens doch noch eine bessere Weinpflanze gefunden. Dieser dunkle Früchte, was ich noch ein bisschen besser finde. Und die kosten nur 2 Euro mehr tatsächlich. Die anderen haben 9,95 gekostet. Und die hier 11,95. Und guckt euch das mal an, die sind deutlich größer. Hier in der Abteilung stehen die alle. Ich hatte auch noch diese hier zur Auswahl, die sah auch ganz gut aus. Aber wir haben dann diese hier genommen. Mit der schönen Farbe. Soll 2,50 Meter bis 5 Meter breit oder groß werden. Volle Sonne. Und ab August bis Oktober Ernte. Bin ich mal gespannt. Ja, und auch Feigenbäume gibt es hier jede Menge. Der Preis davon 89,50 Euro. Hier so das Etikett dazu. Sollte All Year Hector. Wenn ich das jetzt richtig habe. Ja, genau. Aber die lassen wir stehen. Feige ist jetzt nicht so optimal für unseren Garten.
aber auf jeden Fall interessant. So, und hinter mir, da sehen wir die ganzen Palmen, teilweise für 125 Euro bekommt man so eine kleine Palme, aber die großen hier hinter mir, die kosten schon teilweise 300, 400 Euro. Wenn Palmen nicht so teuer wären, ich glaube, ich würde die auch wirklich kaufen. Also ich finde es sehr interessant auch. Und wir haben auch ein paar sehr warme Stellen, wo tagsüber bis 40, 50 Grad an der Hausmauer sind, weil die so stark reflektiert, da wo unser Wasserhahn ist. Ich weiß nicht, wenn ihr unsere Video öfters schaut, dann werdet ihr das sicherlich kennen. Aber die weiße Mauer da im Hintergrund, die heizt sich so stark auf. Und davor ein paar Palmen, das wäre echt interessant. Aber ich will jetzt hier nicht 1000 Euro für vier Palmen ausgeben und dann werden die nachher nichts im Winter. Mal gucken. Was meint ihr? Palmen in Deutschland? Habt ihr welche vielleicht im Garten und schafft ihr das auch ohne ja, abzudecken, ohne zu überwintern? Oder verlasst ihr euch da komplett auf die Natur und klappt's? Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht fahre ich dann hier nochmal hin und kaufe ein paar Palmen. Von uns ist das übrigens nicht weit weg. Ich wohne ja in Lingen. Hier Osterick ist eine halbe Stunde. Also 30 Kilometer in etwa sind wir schnell hier. Dann schauen wir mal weiter, was es sonst noch gibt. Und wenn ihr schon mal da in den Gang hinter uns reinschaut, jede Menge Bäume. Ich hoffe, ich finde ein paar Obstbäume, weil wir müssten wohl ein paar austauschen. Mal gucken. Ja, und bei den Obstbäumen, das ist so ein bisschen Glückssache, habe ich das Gefühl. Hier sind echt teilweise welche drin, die haben so nichts an Blätter dran, sehen richtig schlecht aus und kosten 25 Euro. Und dann haben wir hier so eine schöne Birne. Sieht auch von der Frucht her richtig gut aus. Und die kostet nur 11,95. Die würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Aber wir haben auch gesehen, das ist teilweise echt ein bisschen Überraschungspaket. Weil hier kannst du eine Wassermelone, sage ich schon. Eine weiße Johannisbeere kaufen, die weiße Holländer heißt. Und die hat schon rote Früchte dran. Also ich weiß nicht, ob man das genauso sieht. Hier vorne. Deswegen, weiße Holländer eigentlich mit roten Früchten. Klingt auf jeden Fall interessant. Nehmen wir mal mit. Kostet nämlich nur 4,99. Ja, jetzt natürlich das Spannendste. Salat. Sla, 20 Cent pro Stück. Das ist echt günstig. Und die Qualität hier ist echt gut, hatte ich schon mal. Und nicht nur Salat, wir haben auch jede Menge Kohl, Petersilie, Porree und Zwiebeln. Und hier teilweise ist, glaube ich, Mangold oder rote Beete oder sowas. Und da vorne gibt es tatsächlich sogar noch Tomaten. Aber wir gucken uns mal hauptsächlich hier den Kohl an, weil für 20 Cent können wir da nochmal eine Rutsche probieren. Oder auch Salat. 95 Euro habe ich gerade bezahlt für die Sachen. Wir haben noch zweimal Kiwi mitgenommen. So ein, wie heißt das noch, japanischer, irgendwas mit Fächer, glaube ich. Dann haben wir noch eine riesen Birne noch mehr mitgenommen und auch ganz viel Kohl. Ja, zeige ich euch eben alles beim Auto. So, wir sind angekommen in meinem Garten und jetzt gibt es ein bisschen was zu ernten. Wir haben hier viele Paprikas, Zitronengurken, Gurken, Chilis, also echt eine schöne Ernte. Und wisst ihr, was das ist? Die erste Paprika Kira in diesem Jahr und die probieren wir mal. Ja, nein, ich habe noch nicht probiert. Die Spitze hier, die war ein bisschen faul, weil die so im Boden steckte und das habe ich schon mal abgemacht. Die erste Paprika Kira probiere ich jetzt live mit euch. So, die erste Paprika Kira in diesem Jahr und ich bin total gespannt, weil letztes Jahr hatten wir nur zwei Stück davon leider. Also zwei Pflanzen und auch nur zwei Früchte dran. Dieses Jahr, da sind bestimmt schon 20 Früchte dran, die alle noch ausreifen. Und deswegen hoffe ich, dass die diesjährige Charge auch so gut schmeckt wie im letzten Jahr. Und ich würde sagen, nehme den ersten Bissen. Bisschen warm vom Gewächshaus. Aber sehr lecker. Schmeckt. Ja, und der Gemüseverkaufsstand, den wir hier haben, der ist ja 24/7 geöffnet. Also da kann man jederzeit hier Gemüse wegholen, wenn ihr Interesse habt und aus Lingen kommt. Aber um die Ernte soll es heute halt eigentlich gar nicht sehen. Ihr seht ein paar Paprikas, Kohlrabi haben wir noch geerntet, jede Menge Gurken, Zitronengurken und Zucchini. Ja, falls ihr Interesse habt, jeden Tag hier 24/7, also immer, wann ihr möchtet, frisches Gemüse direkt neben dem Eingang von der Firma Heilen, könnt ihr das Gemüse bekommen. Ja, würde mich freuen. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit den Bäumen alles hier im Garten anstellen. Ja, wir sind bereit. Zwei Schaufeln stehen hier. Es sind zwei Bäume, die uns so ein bisschen kaputt gegangen sind. Die werden wir austauschen. Einmal diesen hier, der ist komplett, ja, vertrocknet und innen drin ist auch nicht wirklich mehr Leben. Da haben wir den hier schon hingelegt. Ansonsten, die Bäume haben sich alle wieder gebessert. Die sahen schon mal schlechter aus. Sind jetzt also wohl ziemlich gut angewachsen. Aber da ist gerade ein Baum umgefallen.
Irgendwo hatten wir noch einen, der kaputt gegangen ist. Ich hatte ihn gerade noch gesehen. Ja, er hat sich ganz clever versteckt hinter dem neuen schon. Dieser Baum, der hatte auch einen Fraßschaden. Wir hatten die Dinger erst noch nicht dran. Und der ist uns wohl deswegen kaputt gegangen, weil ja, die Hasen die Wasserleitung gekappt haben. Da kommt jetzt diese schöne neue Birne rein. Bin mal gespannt. Wirklich, also diese Bäume, die haben 12 Euro gekostet. Ich weiß, dass wir für dieses Stäbchen hier 30 Euro bezahlt haben. Das ist schon echt ein enormer Unterschied. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass die gut anwachsen. Aber ich zeige euch mal eben, wie wir das Ganze hier jetzt einpflanzen, dass es ein bisschen länger was vom Wasser hat. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Schritt 1 bei neuen Obstbäumen, auf jeden Fall die Seiten mit einem Messer so ein bisschen anschneiden. Das regt das neue Wurzelwachstum an und mehr Wurzeln, die ja, sorgen natürlich dann auch dafür, dass mehr Wasser aufgenommen werden kann, wenn Wasser da ist. Ja, und der zweite Schritt, der sehr wichtig ist, so tief setzen, dass wirklich noch ein paar Zentimeter oben frei sind, somit das Wasser dann auch an den Stamm läuft. Jetzt werden wir das Ganze nämlich einfach mit Erde bedecken, bis auf Wurzelballenhöhe und oben wird einfach frei bleiben, das wird dann quasi unser Gießring. Ja, und so sieht man ganz gut, wie wir das meinen. Das Wasser bleibt dann darin sitzen. Man kann ja ungefähr eine halbe Gießkanne auffüllen und das Wasser sackt direkt an die Wurzeln ab, direkt an den Baumstamm dran. Und so steht dem Baum mehr Wasser zur Verfügung. Und dann das Letzte, wir machen immer noch so einen Fraßschutz drum. Das ist ganz günstig, zum Beispiel gegen Hasenfraß oder Rehfraß. Und so hat man dann ja nicht die Wasserleitung, die direkt unter der Rinde liegen, kaputt. Und so halten die Bäume dann auch noch mal ein bisschen länger. Ja, hier haben wir jetzt noch den Wein gepflanzt. Und ja, nach den zwei Weinen, die wir hier schon haben, kommen dann auch noch mal die zwei neuen Kiwi-Pflanzen. Ja, in die Erde. Das war's jetzt auch schon von diesem Video. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie das hier weitergeht in unserem Garten, dann könnt ihr gerne hier kostenlos abonnieren. Und wenn ihr jetzt noch weiterschauen wollt, dann klickt mal hier auf dieses Video. Dann bleibt ihr noch auf meinem Kanal. Bis demnächst, alles Gute und ciao.